Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuern nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. So, hallo, wir sitzen hier in Berlin und sitzen zusammen auf der Couch, auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz sieht, mit Lara Croft, zumindest mit ihrer deutschen Stimme, der Nora Tscherner. Hallo. Sie hat so gerade Tscherner zu mir gesagt. Das ist meine Nase, ich bin ein bisschen nasal. Ach, ja, na komm. Weil, das sagt Christian Ulm auch immer, aber der ist auch immer nasal. Naja, ich vertraue dir da jetzt einfach mal. Ich liege quasi im Sterben und habe mich trotzdem für dieses Interview noch hingerissen, ja, also auch morgens hier um 5 oder was es jetzt hier ist. Guck, du kriegst von mir dafür ein... Hier. Ja, was ist denn das? Das ist das hier ist so. Das sind Teppichreste. Ja. Teppichreste von Square Enix. Teppich. Die du selbst bemalt hast. Mit dich? Mit Blut? Ein Taschentuch gebastelt. Ich dachte, du bastelst mir hier so einen Keinohrhasen, aber. Ja. Mach du das lieber echt. Erste Frage natürlich. Du bist ja im Synchrongeschäft jetzt quasi schon angekommen mit Merida, den meiner Meinung nach langweiligsten Pixar-Film aller Zeiten. Aber schön, das ist danke nur, dir. Danke. Ja, das liegt ja nicht an dir. Das liegt ja nicht an dir. Das freut mich. Ich habe das. Jetzt wirkt es fast schon wie ein Kompliment. Man wirklich? Kommt ich habe das. Noch mit einem emotionalen Plus aus dem Tag. Ich sage dir, ich habe einen 4-jährigen Sohn und der ist großer Fan von Pixar-Filmen. Der mag natürlich mehr so Lightning McQueen und Cars und Toy Story und Merida, so diese ganze Frauengeschichte. Fand er nicht so toll. Aber Macho. Macho. Vierjähriger Macho-Sohn. Ich wette, er würde jetzt lieber Baumstämme werfen. Ja, oder Brückenstämmen. Ja, das ist halt nun mal so. Also wir von der Emma-Redaktion fanden den Film total super. Ja, das ist aber so eine, also ich meine, kennst du Rapunzel, neu verföhnt? Nee. Das ist ja der Disney-Film ein Jahr vorher. Der war total toll. Der war total toll. Aber wie gesagt, wenn du jetzt noch ein paar Projekte, an denen ich nicht schuld bin, aber die Scheiße sind, von mir aufzählen willst, kein Ding. Boah, also dieses Keinohrhasen. Ja, das war natürlich wirklich ein absoluter Griff ins Klo. Das muss man wirklich sagen. Ja, du mich auch, du kannst. Du, jetzt, wir sind ja hier nicht zum Lachen hier. Das machen wir ja in unserer Freizeit. Wie sieht denn das aus? Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Wie kommt man dazu, dass man gefragt wird, ob man nicht Bock hat, die neue Lara Croft zu sein? Also erstmal ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man im langweiligsten Pixar-Film aller Zeiten mitmacht. Allerdings muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht möchte, dass du deins vorher rausschneidest. Weil wenn ich bin, aus dem Kontext das von gerissen. Sich ausgemacht hat, das war ein klarer Diss in diese Richtung. Ja. Weil ich habe das nie gesagt. So, Zitat. Das hat mein Sohn gesagt, der ist 4 Jahre alt. Also der ist auch nicht haftbar zu nehmen. Wie heißt der? Maxi. Maxi ist ein Macho. Ja. Maxi ist ein Macho. Ja. Und jedenfalls, das hat super viel geholfen. Ja. Ich kann dir nicht sagen, wie auf mich gekommen sind, aber ich wurde eingeladen, bin ganz normal zum Casting gegangen, habe mir dann große Mühe gegeben, versucht dabei aber trotzdem nicht zu bemüht zu klingen und dann hat man da ein Auswahlverfahren gemacht und ich wurde da genommen. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Du musst ein bisschen früher aus dem Pulli raus und das alles wird gut, ein bisschen später. Okay. Sage mal, wenn man synchronisiert, wir kennen das zum Beispiel von Spiele-Synchronisationen, wir waren mal dabei, als Halo Reach synchronisiert worden ist, da war das Problem, dass die Synchronsprecher quasi nicht ein Video hatten, sondern nur irgendwelche Texte abgelesen haben, die auf Papier standen. Ich denke mal, bei Merida und bei Filmproduktionen ist es ja so, dass du schon durchaus so eine Lippensynchronisität hinbekommst, indem du das Video siehst. Mhm. War das bei Tomb Raider auch so? Konntest du da auch schon was sehen von dem Spiel oder waren das auch mehr so Textlinien? Was für ein Gefühl hast du denn, wenn du es dir anguckst? Na, ich würde schon sagen, das sieht sehr lippensynchron aus. Ja, ja, es war tatsächlich toll. Die ist von der Animation her ja auch so ausgefeilt, dass man da eigentlich das wirklich vergleichen kann mit einer Filmsynchronisation. Das war sehr leicht für mich. Und manchmal hatten wir so Text, wo du dann gar nichts hast oder eben nur irgendwie nur den Text hast oder nur so mal was hörst und so. Das macht es ein bisschen schwerer, aber das war eigentlich nicht der Regelfall hier. Hast du denn selber eigentlich auch Videospielerfahrungen mit Lara gesammelt oder war das immer kein Thema so in deiner jüngsten Jugend? Nö, da habe ich keine Erfahrung mit. Ich bin früher aus der Spielewelt ausgestiegen, nämlich sogar bei Prince of Persia. Okay. Auf dem Computer, als ich 7 Jahre alt war oder so. Nein, aber schon. Muss ja fast so Apple II oder sowas gewesen sein. Apple war PC, dann noch nichts. Da war doch, das ist. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das war der vom Papa der Computer. Ja. Und, Du bist ja auch im Osten groß geworden, war? Also da war ja jetzt auch nicht so viel mit Apple. War nicht viel mit Apple. Nee, da hast du ja vielleicht von der Westverwandtschaft Apple mal. Aber Apple war schwierig. Ja. Insofern bin ich nicht so ein.
So ein richtiger Gamer. Nicht so Playstation-Gedaddel, so vom... Mir erleuchtet das Einheitskonzept total. Ich bin wirklich, muss das immer sagen, ich möchte meinen Attest am besten gleich zeigen. Ich bin tatsächlich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, dass mir die Spiele, die ich eigentlich spielen möchte, keinen Spaß machen, wenn mir schlecht wird bei der Kameraführung. Okay. Was jetzt hier zum Glück geht, weil das nicht mehr so ganz doll rumgewackelt ist, aber ich konnte echt einfach so die ganzen Ego-Shooter-Spiele, die ich spielen wollte, konnte ich nicht spielen. Okay. Guckst du eigentlich gerne Serien? Ja, now for something completely different. Ja. Ja, sehr gerne. Ja, mehr US-amerikanische oder deutsche? US-amerikanische. Selbstverständlich. Was ist das denn für deutsche Serien? Das war nämlich mein Punkt, weil zum Abschluss dieses bezaubernden Interviews hatte ich nämlich noch eine Bitte. Und zwar, du bist ja so ein bisschen so die deutsche Zoe de Chanel, finde ich so ein bisschen. Und du solltest dir mal... Ach, jetzt reißt du aber das Ruder hier noch ordentlich rum. So, okay, ja. Und ich finde, du solltest mal mit zum Beispiel, wir haben ja dieses Problem in Deutschland, dass wir nur Scheißserien haben. Also bei uns ist ja sowas hier wie so Um Himmels Willen, während die Amerikaner so Homeland und Breaking Bad und Co. machen. Mhm. Und da wäre es doch mal cool, wenn du mal so eine Serienidee, so weißt du, New Girl, kennst du ja bestimmt mit Zoe de Chanel. Das könntest du doch pitchen jetzt so mit Til Schweiger als Produzent und du als Zoe. Und dann nimmst du dir noch so zwei, drei WG-Mitgenossen. Überhaupt muss man das selber produzieren. Zoe produziert oder selber. Ja, genau. Und das sage ich jetzt nämlich nur deshalb, weil ich so extrem gut vorbereitet bin, weil nämlich die Nora, die spielt nämlich auch Gitarre in der Band. In der Band Prag. Genau. Hoffe ich, stimmt. Nicht, dass wieder das bei stimmt, Wikipedia irgendein Arsch das reingeschrieben hat. So und schnell zusammen. Siehste. Bis einer geht barfuß durch die Blätter und die Luft riecht nach Gewitter. Der Tag hat sich langsam Hast du eigentlich schon eine neue Synchro-Job-Sache an Land gezogen? Nee, und ich glaube ganz ehrlich, dass ich es nach diesem Interview auch erledigt habe. Ach, das ist danke Quatsch. Danke dafür. Nein. Also ich kann mich maximal jetzt noch selber synchronisieren und nachsynchronen. Das ist, wenn ich jemals wieder einen Job kriege als Filmschauspielerin. So ein Quatsch. Das Gute ist ja, dass, wo wir das Ganze publizieren bei unserer Seite, das guckt ja keiner. Also das ist ja, weißt du, ist so, als ob du das hier beim RBB machen würdest. Oder so. Um Gottes Willen, wollen wir mal nicht den Teufel anmachen. In diesem Sinne. Kurz an den RBB. Weißt du, was ich werden kann? Ich habe überlegt, Moment, ich weiß, du versuchst seit einer Stunde das Interview zu beenden, ist mir aber egal. Normalerweise machen das immer andere. Ich finde, einfach ausschalten, die beiden, die hier zugeguckt haben. Normalerweise sitzt immer irgendwo eine PR-Tussi und macht immer... Wir haben keine Tussis, wir haben nur Nassim und Nassim keine Tussi. Die ist jetzt cool. Schon weggerannt. Jetzt ist sie gegangen. Das ist ihre Art. Siehst du, dann wird man irgendwann nervös und denkt, Nassim. Geht's dir gut? Aber ich wollte noch sagen, ich habe einen neuen Job jetzt als, habe ich überlegt, als so Medikamententesterin für Leute, der Dominik einen auf Pressetussi, auch geil. Ich weiß auch nicht. Für Leute, für Motion Sickness Patienten bei Games. Okay, und da willst du Medikamente testen? Vielleicht würde ich Medikamente testen mit für viel Geld. Ja, für viel Geld. Vielleicht fängst du an mit so Reiseübelkeitstabletten oder so. Ja, na, das ist natürlich, entschuldige. Ja. Das ist natürlich bei Reiseübelkeit. Wäre es jetzt schon mein erster, also vielleicht solltest du nicht der Arzt sein. Nee, vielleicht also, lieber der Maxi. Also wir halten fest, dass Merida trotz meinen bekloppten und unsachgemäßen Äußerungen ein geiler Film ist, aber das sozusagen... Für Leute, die nicht Spannung mögen. Ja, für Leute, die zum Beispiel Mädchen sind, die finden das super. Und auf der anderen Seite werden wir jetzt bestimmt noch mal ein bisschen was von dir hören, was in Richtung Lara Croft geht, indem wir jetzt einfach so ein, weißt du, so Trailer-Material reinschneiden. Das ist immer gut. Komm. Schneid das einfach super schnell. Ja. Dann wird es auch spannend. Das wird ein 10-Sekunden-Video am Ende. Wie gesagt, man sieht Lara, man hört so, Merida ist doof und Ausblende. Ich bring dich um. Ja. In unseren dunkelsten Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht. Finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt.